Zielgruppenkompetenz. Ja, in diesem Video soll es gehen um das Thema Zielgruppenkompetenz. Warum? Weil ich mal so ein bisschen habe Revue passieren lassen, die letzten Monate, sagen wir jetzt immer sozusagen im neunten Monat, also gut ein Dreivierteljahr ist rum, 2023. Und im Zuge der Vielzahl von Gesprächen, die ich hatte, aufgrund von Anfragen diverser Softwareentwickler, Webdesigner, Webentwickler, Backend, Frontend, Fullstack-Entwickler, Solopreneure, auch, sagen wir mal, kleinere Firmen, die sich zusammengetan haben, zwei, drei Leute, die schon drei, vier, fünf Freelancer haben, im Inland sowie im Ausland und. Ist mir aufgefallen, dass sich so ein Thema wie so ein roter Faden durch die Strategie-Sessions gezogen hat. Letztendlich, wenn du auch mit dem Gedanken spielst bei mir face-to-face, sich dich ein bisschen, sagen wir mal, im Detail und auch ein bisschen vertraulicher auszutauschen, dann buch dir auf jeden Fall eine Strategie-Session bei mir. Dauert nicht lange, kannst du sehr schnell buchen, sind ein paar Fragen drin, 30 Minuten maximal. Ja, wie ein roter Faden zieht sich das durch, das Thema Zielgruppenkompetenz. Und ich habe mich jetzt einfach hingesetzt und 10 Minuten lang mir überlegt, warum das so sein kann und woran das liegt und wie man dieses, sag mal, Problem in Anführungsstriche, diese Herausforderung meistern kann oder dieses Problem beseitigen kann. Zunächst mal Analyse. Das heißt, warum ist es so, dass so mehr oder weniger jeder, der sich selbstständig gemacht hat und nicht so wirklich weiterkommt im Wachstum, das heißt, irgendwie so dahin dümpelt, mal ein bisschen schlechter, mal ein bisschen besser, sich selbstständig gemacht hat aus einer gewissen Zellteilung heraus, ich nenne es immer so schön, ich habe das mal vor vielen, vielen Jahren aufgeschnappt, dieses Wort, und ich finde, das trifft es einfach wie den Nagel auf den Kopf. Zellteilung bedeutet, naja, es gibt halt irgendwie eine Situation, wo man sich quasi ablöst von der bestehenden Situation, was Eigenes macht, sich dazu entschließt, mit allen Vor- und Nachteilen ein eigenes Business aufzubauen. Und dann profitiert man meistens von dieser einen Situation, das mag irgendwas sein, ohne jetzt ins Detail zu gehen, man kann es quasi mit einem Überbegriff, kann man das definieren, mit Zellteilung. Und dann ist es aber häufig so, dass das, was dort passiert ist, diese Situation, diese Opportunity, die sich dort ergeben hat, dann wären wir wieder beim Thema Size of Opportunity, da reden wir dann später nochmal kurz drüber, eine Halbwertszeit hat. Na, diesmal länger, diesmal kürzer. Okay. In der Regel sind das immer nur 1, 2, 3 Jahre, manchmal aber auch relativ lang. Also ich habe schon mit Unternehmen zu tun gehabt, eine Zellteilung hat sich ergeben und dann hatten die quasi einen großen Konzernkunden und den jahrzehntelang. Ja, also, aber gut, mittlerweile sind die Zeiten auch dynamischer. Also eher kürzer wie länger. Und dann stellen sie fest, okay, wir haben jetzt uns selbstständig gemacht, wir waren auch erfolgreich diese 1, 2, 3 Jahre, wo wir quasi profitieren konnten aus dieser Situation, netzwerkbedingt, aufgrund dieser Situation der Zellteilung. Aber so richtig Kunden generieren, so richtig Kunden gewinnen, so richtig Leads machen, Anfragen generieren, Sogwirkung aufbauen, dass völlig fremde Unternehmen auf mich aufmerksam werden, mich anfragen, meiner Dienstleistung willen, mich näher kennenlernen wollen, mich zumindest mal kennenlernen wollen, beziehungsweise bei mir einfach auch anfragen, weil sie genau wissen, im zweiten Schritt, für was ich stehe, was ich zu bieten habe im Markt, dass ich ein seriöses Unternehmen bin und dass ich gut bin in dem, was ich mache und letztendlich eigentlich, besonders in der IT-Branche, wenn du gut bist, täglich mit Anfragen überhäuft werden sollte. Ja, und warum ist es nicht so? Und ich denke, dass vieles damit anfängt, mit dem Mangel an Zielgruppenkompetenz. Und jetzt in diesen Strategie-Sessions, ich hatte wirklich viele,
mal kürzer, mal länger, dann auch mal manchmal noch einen zweiten und dritten, der dann auch bezahlt war. So einen kleinen Workshop, den ich anbiete, so diese kleinste Einheit, die ich anbiete, die bezahlt ist, sind so 500 Euro bis 1000 Euro. Das sind dann so ein, zwei, drei Stunden Workshop. Kann sich bei mir auch gerne bewerben. Ist es endlich, dass die verkannt, dass die, sagen wir, das verkannt wurde, das unterschätzt wurde, dass man sagt, okay, ich bewege mich in meiner Bubble, ne, in meinem kleinen Netzwerk. Daraus hat sich diese Opportunity gegeben. Ich habe jetzt stark davon profitiert. Ich konnte mich sogar selbstständig machen, hatte dadurch gewisse Vorteile. Ich habe jetzt mein eigenes Business, ich habe mehr Freiheiten, konnte vielleicht sogar ein, zwei, drei Leute einstellen oder Freelancer einstellen. Und ich kann mich Geschäftsführer einer GmbH nennen vielleicht und so weiter und so weiter. Wenn die sozusagen diese One-Time-Opportunity eben abgeflaut ist und dann die Realisierung hochkommt, okay, ich weiß eigentlich, ich habe eigentlich keine Ahnung von Neukundengewinnung. Also wie generiere ich denn jetzt weitere Kunden? Wie generiere ich denn jetzt weitere derartige Szenarien? Oder war das jetzt ein einzigartiges Szenario? Und ist es überhaupt multiplizierbar? So, genau so wie die Situation der Zellteilung eben stattgefunden hatte, ist es höchstwahrscheinlich nicht multiplizierbar. Das heißt, da muss ein anderer Prozess her, vielleicht sogar anderes System, aber definitiv, wenn man richtig drüber nachdenkt, andere Skills des Marketings, des Vertriebs, und diese beiden Themen fließen, sind verschmolzen, untrennbar. Es gibt nicht mehr dieses sogenannte, das ist Vertrieb, das ist Marketing. Das ist eine Sache geworden. Ja? Desto besser dein Marketing, desto besser dein Vertrieb. Desto besser dein Vertrieb, desto besser dein Marketing. Bedeutet, also desto besser dein Marketing, desto besser dein Vertrieb. Nur ganz kurz zur Erklärung. Ich mache es sehr, sehr kurz. Desto besser dein Marketing, desto besser dein Vertrieb. Es gibt Szenarien, wo du quasi so gutes Marketing machst, so eine Flughöhe hast in deinem Marketing, dass du letztendlich dein Vertrieb, also die Abschlüsse machen, neue Kunden abschließen, quasi gar nichts mehr verkaufen müssen. Ne? Die Kunden, die beim Closer ankommen, beim Vertriebler, der abschließt, haben bereits gekauft. So gut ist das Marketing. Das heißt, desto besser das Marketing, desto besser der Vertrieb. Aber auch vice versa, desto besser der Vertrieb, desto besser das Marketing. Okay, was bedeutet das denn jetzt? Macht das überhaupt Sinn? Ja, macht Sinn. Denn der Vertrieb, ja, hat nicht nur die Aufgabe, Kunden einfach abzuschließen und aus Bang, Boom, Basta, sondern auch die Aufgabe, Marktforschung zu betreiben im Prozess des Verkaufs. Also der Verkaufsprozess ist letztendlich nichts anderes als eine fortgeschrittene Marktrecherche. Zum Beispiel, du hast jetzt eine Closing Rate von 20%. Was ist denn mit den anderen 80%, die bereits einen gewissen Weg gegangen sind und aber nicht abschließen, nicht kaufen? Gründe herausfinden, warum sie nicht kaufen. Das ist mitunter die Aufgabe des Vertriebs, während des Verkaufsgesprächs herauszufinden. Falls sich jemand entschließt, nicht zu kaufen, trotzdem nochmal anrufen, nochmal reden. Vielleicht lässt sich ja was abklären, Missverständnisse etc. Vielleicht kauft er dann doch. Und selbst wenn er dann nicht kauft, sofort, vielleicht später. Selbst wenn er auch später vielleicht nicht kauft, dann noch etwas viel später. Und selbst wenn er nie kauft, die Informationen, die ich da gewinne, und glaub mir, wenn jemand so weit gegangen ist, dass er in einem Closing-Gespräch war, dann ist er auch in der Regel bereit, dir Feedback zu geben, warum er nicht gekauft hat. Und das Feedback wieder mit einfließen lassen ins Marketing. Das heißt, wenn du guten Vertrieb machst, und guter Vertrieb ist das, was ich gerade beschrieben habe, desto besser dein Vertrieb, desto besser dein Marketing, desto besser dein Marketing, desto besser dein Vertrieb. Das ist ein Jackpot, okay? Ein Melting Pot. Beides zusammen. Und dann gehört eigentlich im Grunde auch noch eine dritte Komponente dazu, und das ist Customer Success. Ist ein neudeutsches Wort, bedeutet letztendlich nichts anderes als wieder Service, Kundenservice. Das gehört da eigentlich noch als dritte Komponente dazu. Und große Softwaresteller wie SAP, Salesforce, Microsoft und so weiter, etc., BP, HubSpot, die haben das längst erkannt. Ne? Die haben längst ihre Module darauf ausgerichtet.
in manchen Orten in, sagen wir mal, manchen Ländern mehr, in manchen Ländern weniger. Ich möchte jetzt mal keine Namen nennen, also zum Beispiel Belgien. Ja, wer mal in Belgien gelebt hat eine Zeit lang, weiß, wie schlecht der Kundenservice ist. Ja, also auch da kommt das meiste wieder aus den USA. Nur mal so am Rande. Okay, jetzt habe ich das nochmal erklärt. Aber zurück zur Zielgruppenkompetenz. Also du bist jetzt in der Situation, dass du eigentlich realisierst, okay, du hast gar keine Zielgruppenkompetenz. Du dachtest vielleicht, du hättest welche, weil du aus einer bestimmten Situation heraus, die sehr individuell und sehr einzigartig war, Kundengeschäft generiert hast mit einer gewissen Halbwertszeit und die ist jetzt langsam zu Ende. Und es kommt immer weniger Umsatz rein und das Ganze beginnt wieder zu schrumpfen. Und jetzt besteht die Gefahr, dass du wieder zurückfällst in deine ursprüngliche Freelancer-Angestelltenzeit. Und diese Halbwertszeit, die kann nur ganz kurz sein, 3-6 Monate, aber die kann auch ein paar Jahre dauern, die kann sogar 10 Jahre dauern. Ich habe schon so viele Unternehmen betreut, die sind aus einer einzigen Zellteilung heraus entstanden und hatten dann jahrzehntelang einen Konzernkunden. Ein Autobauer oder was auch immer. Aber immer mit der Gefahr im Nacken des Klumpenrisikos letztendlich. Na gut, die haben gut gelebt und haben ein gutes Geschäft gemacht und man war vor sich Vorstand, sein eigener Boss, sein eigener Geschäftsführer, was auch immer für eine IT-Bude man eben dann hatte. Aber letztendlich hat man nie wirklich Kundengewinnung gemacht, nie wirklich eigene Leads generiert. Und ich rede gar nicht davon, dass du irgendwie ein System aufbaust im ersten Schritt, das wie am Fließband Kunden generiert. Ja, wie auf Knopfdruck. Da gibt es diese ganzen Coachings da, Kunden auf Knopfdruck, Kunden am Fließband und das ist so ein Käse. Das ist natürlich alles Quatsch. Ja, besonders im B2B, ja, wo komplexe Sachen verkauft werden, Produkte, Dienstleistungen, ja, also wo es letztendlich auch viele bürokratische Hemmnisse gibt teilweise, ja, Sicherheitsvorkehrungen und, ja. Also klar kann man vieles vereinfachen, verautomatisieren, systematisieren. Die ultimative Level of Systemation und Automation ist natürlich, wenn du dein eigenes SaaS-Produkt dann entwickelt hast. Aber wir reden jetzt ja noch nicht vom Produktverkauf, primär vom, du merkst schon an meinen ganzen letzten Videos auch, dass ich viel mit Dienstleistern zu tun hatte, eher weniger mit Produkten, aber auch mit Produkten, aber dann Dienstleister, die die Produkte zum Beispiel customizen, anpassen und so weiter. Da ist dann nochmal wirklich auch ein kleiner Unterschied. Und primär geht es in dem Video um diese Zielgruppe, in dem Fall die meinige Zielgruppe, die ich mittlerweile sehr gut verstehe und das sind individuelle Softwareentwickler, also letztendlich Webdeveloper, App-Entwickler, App-Agenturen, Webentwickler, Backend-Entwickler, Database-Designer, was es da alles gibt, Embedding-Software und so weiter. Unterschiedlichste Formen der individuellen Softwareentwicklung, aber eben individuell. Ja. Und hier sozusagen ein Fließband aufzubauen, ist ein bisschen schwieriger, als wenn du jetzt einfach so ein Stück Software verkaufst, ne? In der Box. Was weiß ich, wie zum Beispiel Pipedrive oder HubSpot. Aber auch da ist es sehr wichtig, dass du gute Consultants dabei hast, also gute Partner, die haben dann meistens eine ganze Netzwerke von Partnern, die dann das Zeug, also diese Software, die eigentlich boxed and ready ist, aber natürlich anpassen, natürlich integrieren, ja, in die bestehenden Systeme, also wirklich richtig aufsetzen. Ja, wenn du da zu viele Fehler machst am Anfang, also ich rede jetzt von diesen eigentlich boxed and ready, also eigentlich fix und fertig, du drückst aufs Knöpfchen, innerhalb von 15 Minuten kannst du dir einen Account machen bei Pipedrive, bei HubSpot, bei Salesforce, aber letztendlich ist da ja erstmal nichts drin. Es ist passiert, also danach hast du da einen Account gemacht, aber es ist ja nichts da. Und dann musst du erstmal anfangen, das Ganze aufzubauen.
Also auch da, und das auch das ist dann häufig individuell, je nach Unternehmensgröße, und wir reden ja teilweise im Enterprise-Bereich von Projekten, die sind siebenstellig, sechsstellig auf jeden Fall. Ja. Und da hatte ich schon Fälle, 2021, da hat letztendlich die Erstellung des Anforderungskatalogs, das ist also so ein Blatt, so ein Schrieb, na, der war über 150 Seiten lang, wo letztendlich alles im Detail drin stand, was dieses CRM-System, in dem Fall war es ein CRM-System, alles beinhalten muss, alles können muss, mit welchem Drittsystem es angebunden sein muss, wo es sich Daten rausziehen muss, wo es Daten wieder reingeben muss und so weiter und so weiter. Das war ein Pamphlet von 150 Seiten. Es hat über ein Jahr gedauert, dieses zu erstellen, mit allen möglichen Auslandsgesellschaften, Schwesterfirmen, Tochterfirmen, Zulieferern und so weiter. Das war ja ein Riesenprojekt. Natürlich gibt es dann auch kleinere, Gott sei Dank, Projekte. Ja. Und also letztendlich auch da sehr viel Individualismus drinnen. Und desto mehr Individualismus, desto weniger kannst du solche Projekte am Fließband generieren. Das ist natürlich völliger Scheißdreck. Ja. Also wer sowas erzählt, ist natürlich nicht ganz sauber. Aber du kannst natürlich, wenn du mal ganz viele Schritte vorgehst, ja, wenn du sagst, okay, mein erstes, du kannst sowas wie ein Step-in-Angebot kreieren, und das empfehle ich auch vielen Leuten, wo ich sage, okay, mach dir mal wirklich Gedanken, was ist der kleinste gemeinsame Nenner, den du anbieten könntest, ja, the Minimum Viable Product, also in der Softwareentwicklung weiß wirklich jeder, was Minimum Viable Product ist, ja, also letztendlich, was ist der geringstmögliche Energieaufwand und Zeitaufwand und Geldaufwand, wo ich reinstecken muss, dass ich einen vorzeigbaren Prototypen habe von dem, was ich kreieren möchte, sodass ich das wiederum der Geschäftsführung zeigen kann, sodass die wiederum sich bestätigt fühlt in ihrer Entscheidung und mir wiederum mehr Budget gibt für das gesamte Projekt. Und letztendlich ist das exakt der gleiche Mechanismus auch im Vertrieb und Marketing. Also warum nicht in deinem Portfolio Sachen einbauen, die schon Geld kosten, wie kleine Workshops und so weiter, die ich aber viel, viel mehr automatisierter und also mehr hin zu Fließband verkaufen kann. Aber einmal noch ein Wort zum Thema Zielgruppen. Du bist also in der Situation, hast realisiert, okay, du kennst eigentlich deine Zielgruppe gar nicht. Du dachtest, ja, weil du da diese paar Kontakte hast und dieses Geschäft gemacht hast, ja, aufgrund dieser Zellteilung. Du hast jetzt halt Geschäft gemacht und jetzt halt kennst du diese paar Leute und hast mit denen Geschäft gemacht und jetzt denkst du, okay, meine gesamte Zielgruppe ist genauso identisch wie diese paar Leute. Und das ist in den seltensten Fällen der Fall. Das heißt, du brauchst hier ein bisschen mehr Quantität. Und dir das selbst zu erarbeiten, ohne fremde Hilfe, kann ich ja sagen, dauert lang. Kann sein, dass dir die Luft ausgeht. Und deswegen würde ich dir wirklich empfehlen, dass du dir da Hilfe holst. Und das ist mein Angebot an dich. Hol dir bei uns einen Termin und dann schauen wir, ob wir dir weiterhelfen können. So, ich hoffe, das Video war cool. Und wenn es so war, dann gib mir im Video einen Daumen hoch. Und teile dieses Video mit deinen Leuten, deinen Kollegen, wem auch immer. Und ja, lass uns, wenn du das Video auf YouTube sehen solltest, ein Abo da. Oder wenn du es auf LinkedIn sehen solltest, dann follow us. Ja, genauso auf jede andere Plattform, wo ich diese Videos verteile. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der Strategie-Session. Ich freue mich drauf. Bis dahin, dein Thomas Klein. Vielleicht sehen wir uns hier sogar persönlich in München. Wir haben ja coole Büros jetzt neu eingezogen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Bis dahin, ciao und happy hunting.